Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge hier beim Frostpunk-Szenario Ein neues Zuhause. Ich bin der Palzi. Wir haben ein Stahlproblem, das gelöst werden muss. Aber können aktuell da nicht viel machen. Die Leute müssen die Arbeit aufnehmen. Vorarbeiter haben wir als Gesetz noch nicht erlassen. Was wir sie auch nicht anschreien können, um die Effizienz nochmal zu erhöhen. War vielleicht ein Fehler. Ich hätte Vorarbeiter anstelle der Patrouille nehmen sollen, aber lässt sich nicht ändern. Hier wartet ein Außenposten-Team darauf, dass Tesla City erkundet wird. Hier werden zwei Werkstätten hochgezogen. Fabrik können wir nicht betreiben, weil es sich noch nicht lohnt. Wir haben keine 100 Stahl, um ein Automaton zu bauen. Also Abmarsch. Muss erstmal passieren. Da sind sie fertig. So. Dann die Wärmesituation. Prinzipiell, wenn wir die ausschalten, ist das immer noch komfortabel. Das heißt, wir können hier in den Werkstätten die Heizungen auslassen. Denn wir haben Gebäudeisolierung 2. Die Stahlwerke hingegen auch Gebäudeisolierung 2. Das heißt, auch da ist keine Notwendigkeit, die zu betreiben. Die haben nur Gebäudeisolierung 1. Da gibt es. Ja, da lassen wir die Heizkörper an. Das bleibt aus, aber wir müssen hier natürlich jetzt Ingenieure einsetzen. Und zwar erstmal hier hübsche Arbeitszeiten und dann Rinder. Und dann auch hier Arbeitszeiten und ab. So, haben jetzt also 8 Werkstätten, die forschen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Stahl, denn die Tech, die wir forschen, kostet ja eh schon Stahl. Naja. So, dann war angesagt, dass wir aber auch noch Jagdhütten brauchen. Weil wir jetzt doch inzwischen ein paar mehr Einwohner haben. Eins, zwei. Was kostet eine Jagdhütte? Nur Holz. Okay. Das können wir uns dann wohl leisten. Bauen dann da auch eine Straße nochmal. Jetzt ist Holz knapp, das heißt, wir holen uns wieder ein bisschen Holz rein. Haben wir ja zwischengebunkert über Sani-Stationen, die wir nie gebaut haben. Und dann die Kohlesituation. Wie ist die jetzt, wo sie arbeiten? Plus 300 pro Tag. Das heißt, an sich brauchen wir keinen zweiten Kohlegenerator. Andererseits, na gut, 30 Arbeiter gehen gleich hier rein. Wir hätten dann noch 9 Ingenieure, 5 brauchen wir aber eigentlich in der Fabrik davon. Und die Kinder arbeiten nicht. Das heißt, an sich wäre es gut, einen
weiteren Thumper, also Kohlegenerator, zu haben. Dafür müssen wir aber erstmal hier ein Stück der Straße wegnehmen. So, Pi mal Daumen. Wo bist du denn noch drin? Da, also Mitte von dem Zelt da in etwa. Straße abreißen von da bis zur Mitte von dem Zelt. Hier springt es auf 4 Holz um. Na, dann machen wir es bis da erstmal. Die Leute, die aktuell nicht arbeiten, sind eigentlich auch tatsächlich nicht notwendig. So, das heißt erstmal eine Sammelstelle, dass wir hier 2 Sammelstellen haben, und dann müssten wir, oh, das könnte aber eng werden mit dem Coal Thumper, dann wenn wir den erst da hinsetzen. Ah, da fehlt doch noch ein Stück Straße, mach die mal weg da. Nee, da wäre er nicht mehr drin. Hier hingegen schon. Wie sieht das mit den Sammelstellen aus? Du wärst drin, du nicht mehr. Wir könnten also 1, 2, 3 Sammelstellen bauen. Vielleicht lasse ich das auch frei, denn hier sieht es ja irgendwie ein bisschen angenehmer aus. Ne, das war das falsche Kohlegenerator. Wenn man den da... Ne, da ist er nicht drin. Da ist er erst drin. Tja, Peitsi, hast du dich verplant? Angenommen, da ist eine Sammelstelle. Dann ist der Kohlegenerator da drin. Hier wäre er auch drin. Hier haben wir natürlich dann so ein kleines Fleckchen. Wo wir keine weitere Sammelstelle reinkriegen. Die kriegen wir nur rein, wenn wir da wären. Aber hier... Eine, da ginge dann keine. Dann könnten wir eine hier noch. Das wären also nur 2 beheizte Sammelstellen. Die ist auch nicht beheizt. Wenn wir hingegen den Coal Thumper dahin bringen, haben wir 1, 2, 3 beheizte Sammelstellen. Kurz mal abreißen nochmal. Wenn wir den Kohlegenerator hier hinbringen. Nee, da, hier ist nichts mehr beheizt. Da kriegen wir keine Sammelstellen hin, glaube ich. Nee, die sind nicht beheizt. Also die optimale Lösung ist tatsächlich hier 3 Sammelstellen. Da noch eine. Und dann noch ein Kohlegenerator. Also baut das...
Kohleminen haben wir noch nicht erforscht, ne? Nee. Das Forschen war gerade gesund, die Wärmedämmung. Kohlegenerator hier hin. Erstmal pausieren. Und dann brauchen wir zwei weitere Sammelstellen noch. Ne, erstmal nur eine. Das reicht ja völlig aus. Ja, das ist halt... Das stört mich aber von der Optik echt. Aber es ist halt optimal. Wir kriegen vier hin und hier war ja schon... Hier ging ja schon nichts mehr. Allerdings, wenn wir irgendwann die Reichweitenerhöhung haben von den Steam Hubs, könnte das schon wieder reichen. Denn das sieht doch echt hässlich aus so. Dieser Fleck da mittendrin, nee, das kann ich von der Optik nicht verantworten. Und aktuell haben wir eh nicht viel Stahl. Sammelstellen kosten 5, der Kohlegenerator kostet nur ein bisschen Holz. Ja, so sieht es einfach besser aus. Also das ist, beißt die Maus keinen Faden ab, hin da. So, und dann brauchen wir aber auch noch zwei Sammelstellen. 1, 2. Und wie sieht das dann straßenmäßig da aus? Hier wieder ranziehen, hier hinbringen und darüber. So. Jetzt bin ich zumindest ein bisschen zufriedener hinsichtlich der Optik. Und dann lassen wir auch laufen. Hinweis nochmal, Tesla City, wo sie gleich ankommen. Normalerweise Safe Scum, ne? Das ist so. Dann können wir wieder eine Patrouille machen. In einem Tag, okay. Da wird gearbeitet. Hier fangen sie jetzt auch an mit Arbeiten. So, Speer sind angekommen, Tesla City. Die Stadt ist modern und wurde akribisch geplant. Ein großer Turm erzeugt eine konstante Barriere aus Blitzen, die den fallenden Schnee ablenkt. Aber niemand kommt uns entgegen, um uns zu begrüßen. Erforschen wir mal. Entfesselter Donner. Fähige Köpfe und gesunde Körper werden über die Kälte triumphieren. Lautet die Parole über dem Eingang zu Tesla City. Ein großer Turm im Zentrum strahlt das blaue Glühen einer elektrischen Entladung ab, die eine schützende Kuppel über der Stadt formt. Aber irgendetwas ist hier schiefgelaufen. Auf den Straßen liegen verkohlte Leichen, ein stechender Geruch nach verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Wir haben gesehen, wie ein Lichtblitz aus dem Turm schoss. Er traf ein Gebäude und hat einen Riss in seinem Dach hinterlassen. Entdeckte Orte, Dreadnought-Anlegestelle. So, und hier riskiert die Stadt zu betreten.
und Bomben. Ne, kann man halt mit Safe Scum vermeiden, aber die sind tot. So, Tesla City können wir trotzdem einen Außenposten errichten. Das heißt, wir werden die jetzt dahin schicken. 3 Stunden brauchen die. Und Tesla City liefert Dampfkerne. So, brauchen wir aktuell einen weiteren Speer? Ich glaube nicht. Der eine Spähtrupp müsste reichen. Ist in dem Spähtrupp eigentlich immer noch hassenige Seen drin? Nee. Welcher Spähtrupp ist denn das hier? Hat der eine... Wir hatten ja irgendwie einen, ich weiß nicht mehr wie er hieß, einen, der in Palliativpflege auch war. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. So, dann weiter arbeiten. So, hier können wir jetzt auch Kohle produzieren. brauchen da aber nicht so viel. Hier brauchen wir 30 Arbeiter. Das heißt, wir müssen in dem Kohlegenerator wohl mal ein bisschen Glasmixing machen. Wie sieht es denn da aus, temperaturmäßig? Upsi, habe ich mal wieder... Nee, Overdrive ist aus. Achso, da sind die Heizkörper an. Weil die nur Gebäudeisolierung 1 haben. Okay, das heißt, euch spendiere ich auch den Heizkörper. Dann setze ich da die verfügbaren Ingenieure rein. Einen Arbeiter noch. Der Generator hier, das Dampfzentrum, steht auf 6 bis 20. Ist okay. So, dann weiterarbeiten. So, wie ist es mit den Sammelstellen? Auch ihr bekommt... Oh, brauchen die wirklich einen Heizkörper oder nehmen wir ein paar Kranke in Kauf? Es sind nur Kinder. Hust, hust. Das ist immer noch erträglich und spart uns dann ein bisschen Kohle. 10 Kiddies da rein. Auch hier. 10 Kiddies. Ach so, ihr arbeitet natürlich auch ein bisschen länger, ne? Wenn es schon nicht ganz so flauschig ist, dann... Auf jeden Fall die verlängerten Schichten für euch. So. Ansonsten sieht es erstmal gut aus. Jetzt müssen die da fertig werden. Fangen auch an zu arbeiten schon. Sollte ja hinhauen, dass das fertig wird. Da ist das Außenposten-Team in Tesla City angekommen. Außenposten bauen. Achievement. Auswanderer errichtet 2 Außenposten in einem Spieldurchgang. Habe ich wohl auch noch nicht gehabt. Und dann halt einen Generator, einen Dampfkern pro Tag. Finde ich super. So, die brauchen noch 9 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir. Jetzt warten sie. Und wir hatten ja hier jetzt ein neues Dorf. Einen neuen Punkt, die Dreadnought-Anlegestelle. Dann könnt ihr dahin marschieren. Holz brauchen wir wahrlich nicht. Nee, das ist okay mit Kohle.
Ich weiß nicht, ob es so richtig war, das Fischereidorf zu demontieren. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja keine Essensprobleme. Und jetzt haben wir halt keine Flexibilität mehr. Naja, Fehler werden bestraft bald. Genau so muss es sein. So, ansonsten läuft alles gerade. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn die letzte Hütte fertig ist. 10 Arbeiter sind angeblich unterwegs. Da ist die Wärmedämmung im Gesundheitswesen. So, und das bedeutet doch, dass wir jetzt weiter Kohle sparen können, weil wir die Heizungen hier nicht mehr brauchen aktuell. Genau. Sehr schön. So, nächste Tech. Eins, zwei, drei, vier. Also 3,5 Tage noch. 3,5 Tage. Baracken selbst nutzt nicht viel Speisehaus-Wärmedämmung, um das weiter betreiben zu können. Die Sammelstellen-Wärmedämmung, um Krankheiten da zu vermeiden bei den Kiddies, sind ja jetzt doch 4. Das heißt, das könnte sich lohnen. Lochkartenrechner, auf jeden Fall auch eine Option. Sind nur Kiddies. Wir haben ordentlich Kiddies in Reserve. Wie warm ist eigentlich hier im Speisehaus jetzt während der Arbeitszeit? Kühl. Trotz Heizkörper. Das heißt, wir müssen unter Umständen das Speisehaus irgendwo hin verlegen. Dazu müssten wir Reichweite der Dampfzentren erhöhen. Wenn wir die Reichweite der Dampfzentren erhöhen, könnte das ja schon ausreichen. Das könnte aber auch mit der Generatorreichweite gehen. Generator 288. Die Dampfzentren fesseln 600 pro Tag. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Generator läuft aktuell auf Dampfstufe 2. Fliegende Jäger wäre auch eine Option. Denn der Stahl sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus. Also ich denke, dass wir von der Dampfzentrumsreichweite am ehesten profitieren. Denn die Generatorreichweite wäre ja wirklich nur so ein paar kalte Zelte. Ich glaube, es waren 3 im zweiten Ring und das Speisehaus. Während uns bei der Dampfzentrumsreichweite wir eine ordentliche Flexibilität erkaufen. Wir können das ja bei den Dampfzentren separat einstellen, welche Reichweiten wir erhöhen. Wir haben da aber auch theoretisch noch Zeit. Sammelstellen Wärmedämmung würde uns unmittelbar was geben, aber es sind nur 4 Sammelstellen und die sind im Moment erträglich ohne Heizung. Das heißt, da haben wir Optionen. Das heißt, das sehe ich nicht.
großes Rohstofflager lohnt sich nicht. Das ist, glaube, viermal so teuer und beherbergt viermal so viel Rohstoffe und ist aber auch viermal so groß. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es nicht passt. Fliegende Jäger würden wir auch, hätten wir auch. Aber wir können im Moment, glaube ich, über die Jäger alles abdecken. Das heißt, es ist entweder das Dampfzentrum oder der Lochkartenrechner, um dann auf die Level 3 Tags zu kommen. Da könnten wir die Automatone zum Beispiel verbessern. Wir hätten dann bei den effizienten, das brauchen wir nicht. Dampfkohlemine. Nicht. Der Dampfbauer, Mauerbohrer, aber Holz ist im Moment kein Thema. Mechanisierung im Krankenhaus. Baracke wäre tatsächlich noch eine Option. Wir könnten danach die Speisehaus-Wärmedämmung machen und optional entscheiden, wenn der Stahl ausreicht, ob wir nicht Zelte zu Baracken aufwerten. Aber im Moment haben wir eigentlich Zeit. 50 Stahl ist relativ ordentlich, bringt uns wieder einen Schritt zurück hinsichtlich der Fabrikation eines zweiten Automatons. Baracken. So, ich habe mich breit gequatscht, wie immer. Ich muss mich immer selber überzeugen von dem, was ich da eigentlich erzähle. Wie lange dauern die Baracken jetzt? Mit 8 Werkstätten? 7 Stunden. Ja, es geht nicht mehr ganz durch heute, aber morgen früh. So, was haben wir da? Patrouille, eine Wutrede. Sir, unsere Wachen melden, dass ein Mann von einer kleinen Menschenmenge, vor einer kleinen Menschenmenge eine leidenschaftliche Rede hält. Er beschuldigt sie, uns alle versklaven zu wollen. Natürlich will ich das. Unser Captain will, dass ihr zufrieden seid, unwissend und unter Kontrolle. Wisst ihr noch, das neue Armenrecht, die Armenhäuser? So leben wir jetzt. Wir sollen arbeiten und den Mund halten, aber es ist noch nicht zu spät. Lass ihn reden. Bei mir darf noch jeder reden. Wir haben die Grenze noch nicht überschritten hier. Wie sieht's aus? Da müssen wir. Da sind 10 dran. Das heißt, ich fange jetzt an, hier zuzuordnen. Upsi. Das war nicht so gewollt. Ihr sollt eigentlich schon den noch zu Ende bauen. Und fangt schon an, da zu arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Wird mir aber langsam alles ein bisschen spät. Es kann auch sein, dass ein Teil davon in Behandlung ist. Ja, gegebenenfalls wird das halt nach 20 Uhr erst gebaut. Ist dann halt so, ich ordne da jetzt Arbeiter zu. Dann bleibt die Baustelle halt. Wie sieht es hier aus? 5,3, 5,3 und die haben eine Effizienz von 100. Okay. Das heißt, wir machen 10,6 Stahl pro Stunde jetzt. Ist gut.
überlege gerade, ob man ein paar mehr Rohstoffdepots noch brauchen. Aber aktuell sieht es ja ganz okay aus. Kohle können wir knapp 5000 einlagern. So, jetzt hätten wir 100 Stahl. Wir produzieren 10,6 mal 4 verbleibende Stunden. Also gut 40 Stahl noch bis zum Ende des Tages. Die Tech wird nicht durchgehen bis dahin. Und das heißt für mich... Wo will ich denn den Automaton einsetzen, wäre die nächste Frage. In einem Stahlwerk, um da 24/7 zu arbeiten. Aber das sehe ich aktuell noch nicht. Haben wir eigentlich... Ne, wir haben noch keine Leute, die Prothesen bräuchten. Nee, dann ist okay. Ich fange nicht an, jetzt schon proaktiv Automatone zu erstellen. Denn wir bräuchten Dampfkerne ja auch für Krankenhäuser und so ein Krankenhaus. Achso, was kostet es? Das wollte ich ja primär gucken. 20 Stahl, 30 Holz. Oh, da müssen wir ein ganzes Stück rein, ne, bis das drin ist, ja. Da könnte man unter Umständen über Zelte. Wie ist denn die Planung? Für Krankenhäuser und so machen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei, was mich sehr freuen würde. Genauso würde es mein Herz erwärmen, wenn ihr dran denkt, hier bei minus 40 Grad ein Like und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.